Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ich bin Marcel Ehmann, freue mich immer sehr auf diese Stunde hier zwischen 12 und 1. Da habe ich immer einen anderen Gast, immer einen Chef von einem Unternehmen aus der Region. Und heute ist mein Gast der Nils. Grüß dich, Nils. Servus, Marcel. Schön, hier zu sein. Ja, sehr gerne. Nils Schlegel, du bist Geschäftsführer von was? Vom MMA Spirit auf der Hanauer Landstraße 291. MMA heißt was? Mixed Martial Arts. Also da geht's ordentlich bar auf die Ömme, wenn man will. Wenn man will und kann. Also ihr trainiert einige Kampfsportarten? Genau. Viel, viel mehr als nur, ich glaube, MMA ist ja auch ein eigenstehender Begriff, glaube ich, eine Kampfsportart, gell? Genau, mittlerweile. Thai-Boxen, Fitness-Boxen, No-Gi-Jiu-Jitsu. Yes. Das musst du mir alles erklären, was das ist. Und ihr macht noch viel, viel mehr. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und uns deinen Laden MMA Spirit ein bisschen näher bringst und dass wir auch einiges über dich erfahren hier. Na klar. Ich bin sehr gespannt, weil allein deine Liedauswahl, deine Wunschsongs, die du mitgebracht hast, ist richtig klasse, wie ich finde. Frank Sinatra haben wir die Stunde. Wir hören was aus dem Musical Le Miserable. Und jetzt zu Beginn, was haben wir da? Wir fangen an mit Prince und zwar dem Track I Would Die For You. Ganz leichte Wahl für mich gewesen, weil die Liebe als Motivation für alle unsere Handlungen ist ein tolles Thema und deswegen fangen wir mit diesem Track an. I Would Die For You. Prince hier bei Chef on Air auf Radio Frankfurt. Nils Schlegel heute mein Gast. Grüß dich. Servus Marcel. Nils, woher kommst du? Gebürtig aus Hanau, also immer hier in der Umgebung gewesen und mein Geschäft habe ich jetzt hier in Frankfurt aufgemacht, vor 10 Jahren. Vor 10? Wie alt bist du? So alt bist du doch noch gar nicht. 39, mein Lieber. 39, na, da darf man mit 29 schon mal ein Geschäft aufmachen, okay. Muss man. Du warst auch in Kotzebue auf der Schule, gell, an der Kreuzburg. Richtig, richtig, also wir kennen uns schon von da, irgendwie. Nee, ich war, dein Steuerberater kommt aus Ascheberg, da komme ich her. Eventuell können wir uns und dein zukünftiger Steuerberater. Eventuell, ja, ich suche gerade einen neuen. Ja, schöne Grüße, Armin. Ja, genau. MMA ist dein Laden in der Hanauer Landstraße 291, Mixed Martial Arts. Schon allein das auszusprechen fällt mir schwer. Erklär mal, was dahinter steckt. Deswegen bleiben wir lieber beim MMA. Ja, genau. Es ist im Prinzip eine Kombination aus verschiedenen Kampfsportarten, also olympischen Kampfsportarten. Die Königsdisziplin, wie man eigentlich sagt. Da wird nämlich alles miteinander kombiniert. Also vom ringerischen Aspekt her gesehen, dann vom Bodenkampf und natürlich vom Stand her gesehen Kickboxen und Boxen. Und zwar alles ohne Schutz, glaube ich. Ne? Da gibt es so richtig krasse Verletzungen. Also ich kenne es halt nur aus dem Fernsehen oder aus Filmen, ne? Wo die Jungs in den Käfig steigen und dann blutet irgendeiner oder einer bricht sich was und dann wird das Kampf abgebrochen. Ganz so krass ist es wahrscheinlich nicht bei euch, oder? Nee, das ist natürlich so ein Vorurteil, dem man immer wieder begegnet. Ja. Also es ist tatsächlich so, es wird auch mit Handschuhen gekämpft. Natürlich kann man mit den Handschuhen greifen, weil das wichtig ist für die ringerischen Aspekte. Mhm. Natürlich trägt man auch einen Tiefschutz und einen Zahnschutz. Mhm. Und tatsächlich ist das Verletzungsrisiko wesentlich geringer als bei Sportarten wie Boxen oder auch bei Fußball. Mhm. Aber ihr macht ja nicht nur MMA bei MMA Spirit. Erzähl mal, was du alles hier anbietest. 50 Kurse pro Woche, ne? Genau. Bei uns kann man auch die einzelnen Disziplinen trainieren, also losgelöst vom MMA. Das heißt, wir bieten auch Thai-Kickboxen an, Ringen, Jiu-Jitsu, No-Gi-Jiu-Jitsu. Was ist No-Gi-Jiu-Jitsu? Das ist im Prinzip eine Variante von Brazilian Jiu-Jitsu. Also das kennst du ja. Klar, das sagt ihr natürlich, was? Also logisch. Ist ja klar. Nicht. Nein. Also im Prinzip ist es so ein bisschen vergleichbar mit Judo, nur dass das Augenmerk ein bisschen mehr auf den Bodenkampf gesetzt ist. Und beim No-Gi-Jiu-Jitsu, da trägt man eben nicht diesen traditionellen Anzug, den man beim Judo oder beim Brazilian Jiu-Jitsu eben trägt. Mhm, okay. Und Fitness, Functional Fitness kann man bei dir auch machen? Genau, das ist so ein Kurs, der von einem meiner Profis geleitet wird, vom Stefan Pütz. Und das ist so eine Mischung aus Kraftkonditionstraining. Apropos einen deiner Profis, wie viele Mitarbeiter hast du? Mitarbeiter habe ich insgesamt 10 Stück und Profi-Wettkämpfer habe ich so 15. 15 Profi-Wettkämpfer? Genau. Also machen die nur das oder verdienen die auch nebenbei noch Geld mit eben dem Kampfsport? Die sind darauf fokussiert. Nur das zu machen? Genau. Wie oft trainieren die? Wie lange trainieren die am Tag? Also die machen mindestens 2 Einheiten pro Tag, haben dann einmal die Woche Pause und das machen die halt ihr Leben lang, solange sie eben Profis sind. Und wie, also 8 Stunden oder was? Wie lange? Nein. Also eine Trainingseinheit geht etwa 2 Stunden, also kann man rechnen. Das reicht ja aber auch jeden Tag, 2-mal. So sieht das aus. Ach du Liebe, aber du hast richtig gute Jungs in deinem Kader, ne? Erst neulich sind ein paar geehrt worden, ne? Habe ich gelesen, Spitzenathleten. Genau, in diesem Jahr ist der Daniel Weichel zum Sportler, Kampfsportler des Jahrzehnts gewählt worden. Wow. Auf internationaler und auf deutscher Bühne. Ach, das ist ja krass. Der kommt hier aus der Region.
Der kommt eigentlich aus dem Odenwald, aber ist jetzt auch hier. Zählen wir bitte zu. Ja, heute mal. Das ist auch ganz wichtig für ihn. Ja. Nein, aber er fühlt sich schon eher als Frankfurter jetzt mittlerweile oder auch als Frankfurter, ganz klar. Und, der zwei Herzen schlagen in seiner Brust, auch in Ordnung. Definitiv. Und seit der ersten Stunde mit dabei. Und wen hast du noch? Du hast gerade, glaube ich, nur den einen gesagt? Oder hast du Christian Eckerlin, der hat jetzt auch wieder sich einen Gürtel eingeheimst, gemeinsam mit Stefan Pütz auch. Dann haben wir noch den Mad Max Koga, Saba Bolagi und... Mad Max Koga? Genau. Das ist nicht genau. So ein riesiger Name, nehme ich an, oder? Könnte man aber trotzdem meinen. Ist mittlerweile. Der Name ist auf jeden Fall Programm. Tobias Schlägel. Klingt ja auch wie so ein Künstlername für einen MMA-Spirit-Spezialisten, oder? Ist aber nicht. Tobias? Nils Schlägel, wie komme ich auf Tobias? Sorry, Nils Schlägel. Jetzt werden schon die Boxhandschuhe rausgeholt, ich sehe es schon. Nein. Wir kämpfen hier ohne Handschuhe. Okay. Hatten wir eher vorher ausgemacht. Ja, ich freue mich total. Alles gut, Namen sind auch nur Wörter. Und du bist selber auch Kämpfer? Also hast du auch Wettkampf- oder Profi-Erfahrung? Ich habe Wettkampferfahrung, aber nur im Amateurbereich. Mache praktisch mein ganzes Leben. Kampfsport, aber selbst komme ich nur noch zum Trainieren. Das ist auch viel zu wenig leider. Ja, als Geschäftsführer hast du halt andere Aufgaben zu erledigen. Ne? Auch, ja. Wann hast du angefangen mit dem Kampfsport? Weil du sagst dein ganzes Leben. 1996, also mit 15. Mit 15? Mit 15, ja. Okay, und wie kam es dazu? Warum hast du gesagt, Kampfsport ist meins? Ganz ehrlich, so wie bei ganz, ganz vielen anderen, nicht nur meiner Generation, würde ich sagen, durch Filme. Ganz einfach durch Filme. Großer Jean-Claude Van Damme-Fan gewesen, Bloodsport geguckt, Karate-Tiger und solche Geschichten. Dann aber auch relativ früh die erste UFC-Veranstaltung gesehen, also Ultimate Fighting Championship. Und da wollte ich das einfach ausprobieren. Schön, dass du hier bist. Nils Schlägel von MMA Spirit aus der Hanauer hier in Frankfurt. Du hast klasse Musik mitgebracht. Gerade eben haben wir Prince gehört. Den hast du auch mal kennengelernt, ne? Oder warst du auf einer Party, wo er auch war? Allerdings warst du Sicherheitsfachmann, ne? Genau. Das war im Jahr 2000 oder 2001. Da ist er vom Konzert gekommen, hat seine Afterparty damals im berühmten 190 East gefeiert und da konnte ich ihn kurz kennenlernen, ja. Das ist ja wunderbar. Aber Frank Sinatra, der jetzt kommt, den habe ich nicht mehr kennenlernen dürfen. Aber die Stadt, oder? Aber die Stadt auf jeden Fall, New York. Jeder, der mich ein bisschen näher kennt, weiß, dass es meine absolute Lieblingsstadt ist. Und deswegen ist ja klar, nächster Track, New York. Hier ist Frank Sinatra auf Radio Frankfurt. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Der Geschäftsführer von MMA Spirit aus der Hanauer Landstraße hier in Frankfurt ist mein Gast, der Nils. Servus, Tobias. Haha, nur weil mir eben mal ein Tobias rausgerutscht ist. Tobi Schlägel kennen wir noch von Biberzeiten, aber du nennst ja eh jeden John, habe ich gehört. Richtig. Ist das wirklich so? Ja, tatsächlich, ja, die meisten. Ist leichter zu merken, oder? Auch die großen harten Jungs, deine Profisportler? Die erst recht. Die dürfen ja momentan trainieren, ne? Deine Mitglieder dürfen nicht wegen Corona, aber die... Ja, glücklicherweise Profis. Wenigstens die Profis dürfen ran, aber die anderen müssen sich wohl noch ein bisschen gedulden. Woher kommt die Narbe zwischen deinen Augen? Du sitzt hier in langer Hose, langen Ärmeln. Ich kann jetzt nur die eine Narbe entdecken. Sprechen wir erstmal über die. Ganz, ganz schwieriger Faustkampf war das. Ja, natürlich. Vor zwei Jahren, nein. Ha, ha. Nein. Natürlich. Beim Milchtrinken das Glas auseinandergebrochen. Genau. Nein, erzähle. Nein, ist tatsächlich eine Frage, die ich sehr, sehr oft gestellt bekomme, aber ist passiert. Als ich 4 Jahre war, damals schon ein bisschen übermütig, mit meiner Schwester auf einem Klettergerüst, ein Hubschrauber war das aus Metall, gespielt und dann gesagt, na, ich wette, du wirst nicht runterspringen. Und ich bin dann natürlich gesprungen und das Resultat, siehst du jetzt zwischen meinen beiden Augen. Jawohl. Ich kann mich noch gut daran erinnern, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Tatsächlich, ja. 35 Jahre her, wenn ich richtig rechne, ne? Genau. Wenn du 4 warst damals. Genau. Du warst damals schon so ein Draufgänger? Was heißt damals schon? Ja. Warst du damals ein Draufgänger als Kind? Ja, also Adrenalin habe ich schon in irgendeiner Form mein ganzes Leben lang gesucht. Okay. Und so kamst du auch zum Kampfsport, ne? Also du hast gesagt, über Filme natürlich auch und weil du diese Dynamik in dir gespürt hast. Auf jeden Fall. Inwiefern hat sich das verändert, der Kampfsport? Man sagt ja, das kanalisiert die manchmal Aggressionen oder wie auch immer, ne? Und macht einen zu einem ruhigeren, weiseren Menschen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also da spielen Geist und Körper, haben wir ja eben auch schon kurz drüber gesprochen, eine ganz, ganz wichtige Rolle, die Kombination aus beiden und beides zusammenzubringen. Und das führt auf jeden Fall zu einer größeren Ausgeglichenheit, was ich auch immer wieder feststellen kann und darf bei Menschen, die neu bei uns Kampfsport anfangen. Heißt das, du beschäftigst dich auch mit geistigen Themen? Also ich sage jetzt mal Psychologie, Philosophie, vielleicht Religion oder so? Absolut, ganz, ganz wichtiges Thema, wenn nicht das wichtigste Thema, um das sich unser Leben drehen sollte. Machst du da auch, nimmst du auch Kurse oder so? Oder liest du Bücher oder wie gehst du das an?
Ich lese sehr viel, alles, was ich dazu bekommen kann. Leider in den letzten Jahren nicht mehr ganz so viel, weil die Zeit es nicht mehr zulässt. Aber ja, natürlich, Kampfsport ist wie jede andere professionelle Sportart natürlich auch psychologisch wichtig. Und deswegen bin ich auch im engen Kontakt mit meinen ganzen Wettkämpfern. Mhm. Und da spielen natürlich auch Probleme und Motivation eine ganz wichtige Rolle. Und deswegen ist das ein allgegenwärtiges Thema. Warst du mit deinen Profisportlern, die bei dir trainieren, auch in USA und Polen? Du hast gesagt, du bist jetzt zurück aus USA und Polen. Was war das für eine Reise? Oder? Genau, das waren zwei Wettkämpfe, die stattgefunden haben. Vorletzte Woche war ich mit dabei in den USA als auch in Polen. Leider etwas unglücklich gelaufen. Daniel Weichel hat seinen Kampf nach Punkten verloren und Max Koga ist unserer Meinung nach nach Punkten auf gut Deutsch beschissen worden. Okay. Also hätte er eigentlich gewinnen müssen. Mhm. War etwas unglücklich. Kommt vor, hat man auch gestern beim Spiel gesehen. Weiß nicht, ob du es gesehen hast. Leipzig gegen Paris Saint-Germain. Die Schwalbe, die zum Elfer geführt hat und zur Niederlage von Leipzig. Aber das einzige ärgerlich, Spiel, ne? Aber ja, das einzige Spiel, was ich gestern gesehen habe, war Stade Rennes gegen Chelsea London. Das ist mein Verein. Ah, also du interessierst dich auch für andere Sportarten neben dem MMA. Und tatsächlich. Boxen und Judo und so. Genau. Ja, ist das Fußball, also was du gerade Fußball, absoluter Chelsea-Fan seit 2004. Eher ungewöhnlich, sich für Fußball zu interessieren, wenn man im Kampfsportbereich ist. Mhm. Und am Basketball nebenbei auch. Also großer LeBron James-Fan. Hat ja jetzt auch einen deutschen Mitspieler. Kameraden, ne? Ja, richtig, richtig. Das ist super geil. Dennis Schröder weg ist ja zu den LA Lakers. Hervorragend. Hast du auch schon immer, auch vorher, was anderes gemacht außer Kampfsport, also andere Sportarten? Tatsächlich, was die wenigsten wissen, ich habe in meiner Jugend oder Kindheit schon angefangen mit Tischtennis, auch relativ gut gespielt, also bis zur Bezirksleistungsklasse und mein Interesse ist dann aber weggegangen. In der Zeit habe ich auch schon Basketball gespielt und ist dann aber immer mehr zum Kampfsport hingeschiftet. Tischtennis, Basketball und jetzt Kampfsport, wunderbar. Geschäftsführer von MMA Spirit und eins deiner weiteren Hobbys sind Kulturreisen. Ist das dein Ernst? Also Kulturreisen? Also fährst nicht in Urlaub auf Malle und lässt da die Kuh fliegen Nein. oder legst du an den Strand, sondern wirklich solche Reisen machst du dann? Tatsächlich das. Also das ist so das, was ich mache, wenn ich mir eine Auszeit gönnen kann. Ja. Dieses Jahr leider noch nicht möglich gewesen. Und ich finde es ultra spannend, mir fremde Kulturen anzugucken und wie Menschen an anderen Orten eben leben. Finde ich super spannend. Also feiern kann man überall auf der Welt, sage ich mal. Mhm. Das sind so Dinge, die mich wesentlich mehr interessieren. Und da machst du auch dann richtig Programm schon vorher? Also legst dir fest, wenn ich jetzt nach New York reise, wie du eben gesagt hast, dann gehe ich auf den, sag mir auf Broadway, an Broadway und schaue mir Musicals an und so weiter. Das legst du schon vorher fest bei deinen Reisen? Absolut. Also wer meine Reisepläne kennt, der weiß, dass das mehr Arbeit ist eigentlich. Also meine Tage beginnen im Urlaub extrem früh, noch früher sogar als im Alltag hier. Ich stehe sehr, sehr früh auf, 7 Uhr morgens und dann bin ich den ganzen Tag unterwegs und der Plan steht, weil ich finde es schade, wenn man an einen fremden Ort geht und dann Zeit dort verbringen muss. Was mache ich heute oder was mache ich morgen? Das habe ich lieber geplant und dann ziehe ich das eigentlich auch so durch. Machst du das alleine? In den vergangenen Jahren ja, weil es einfacher ist. Also es gibt nicht so viele Leute, die dafür zu begeistern sind und ich mag es natürlich auch nicht, wenn ich mir zum Beispiel ein Theaterstück angucke und ich habe das Gefühl, dass die Person, die mit mir ist, nicht ganz so großes Interesse hat oder es gefällt ihm nicht, dann vermisst mir das auch die Stimmung so ein bisschen und deswegen genieße ich das für mich alleine. Und das, was wir jetzt hören an Wunschmusik von dir hier bei Chef on Air bei Radio Frankfurt, das hast du auch schon live gesehen, ne? Hast du erzählt? Das habe ich glücklicherweise auch schon live gesehen. One Day More von Les Miserables, aus dem Stück Les Miserables. Ja. Ganz tolles Stück, auch umzumünzen auf den Kampfsport, weil es darum die Spannung geht, was denn am kommenden Tag, am großen Tag passieren wird. Und da hat jeder seine eigene Perspektive in diesem Stück. Also ein Tag mehr, wir packen das, Leute, von Tag zu Tag wird da gelebt. Ja, ich habe das übrigens auch schon zweimal gesehen, aber in London, noch nicht am Broadway, Les Miserables. Also ich bin ein großer Fan, schön, dass du das Stück mitgebracht hast. Hier ist Les Miserables, One Day More bei Radio Frankfurt. Der Chef on Air, Radio Frankfurt, verschönert Ihre Mittagspause. Nils Schlegel, Geschäftsführer MMA Spirit aus der Hanauer Landstraße in Frankfurt, ist mein Gast. Servus. Servus. Fühlt sich wohl. Natürlich, sehr wohl. Jetzt gerade, wo man ein bisschen besser auf die Skyline auch blicken kann, wird das Ganze schön. Ja. Wir haben schon tolle Musik von dir gehört, die du dir gewünscht hast. Les Miserables, eben Frank Sinatra und Prince. Was hören wir jetzt? Tupac. Jedem ab. Also ich kann auch ganz, ganz krasse anders. Song, Alter. Ja. Sollten wir mal reinhören. Und ich habe ja schon vorhin reingehört, es ist ja die 18er-Version. Also alle Kinder Ohren zuhalten jetzt. Ach, das meinst du mit der 18er-Version? Also da ist alles drin, was man normalerweise, wo man sich danach den Mund mit Gallseife auswaschen Definitiv, muss. Definitiv, ja. eine brutale Beleidigungssong ging in die Richtung von
Vom Notorious B.I.G. in den 90er Jahren war so der Startschuss, sage ich mal, für West diese Coast, große... East Coast genau. Beef, ne? Genau. Wir wissen alle, wo es hingeführt hat. Beide sind nicht mehr da. Wir genießen ihn jetzt trotzdem natürlich. Tupac, Hit 'em Up hier bei Chef on Air bei Radio Frankfurt. Ich bin Marcel Ehmann, Chef on Air auf Radio Frankfurt. Der Nils Schlegel ist mein Gast, Geschäftsführer MMA Spirit in der Hanauer Landstraße hier in Frankfurt. Wohnst du in Frankfurt direkt? Nein, ich wohne in Maintal, 10 Minuten von der Hanauer Landstraße entfernt. Ach schön. Ja, direkt am Naturschutzgebiet habe ich meine Ruhe. Mhm, super. Wenn man zu euch kommen will, ne? Du hast ja einige Profis bei dir, die bei dir trainieren. Kann ich auch als blutiger Anfänger bei dir was trainieren? Du machst ja nicht nur MMA, sondern auch Boxen, Judo, Functional Fitness, Physiotherapie und was weiß ich, kann man bei dir auch buchen, glaube ich, ne? Massagen? Genau, gehört alles mit dazu. Wir haben auch eine Sauna bei uns und ein Solarium. Also jeder ist bei uns willkommen, sobald wir dann wieder geöffnet haben. Leider aufgrund der Corona-Maßnahmen auch aktuell geschlossen. Mhm. Aber im Prinzip jeder ab 5 Jahren ist herzlich bei uns willkommen. Alle Informationen dazu findet ihr bei uns auf der Homepage mmaspirit.tv. Ab 5 Jahren hast du so Kinderkurse? Haben wir auch, genau. Ist ja geil. Ja. Montags, Mittwochs und Freitags von 17 bis 18, 18 bis 19 Uhr jeweils 2 Jiu-Jitsu-Kurse für Kinder ab 5 Jahren. Meine Tochter ist erst 2 Monate, das ist noch ein bisschen früh, aber mein Sohn ist 6 Jahre alt, der könnte schon kommen. Der muss kommen, der muss auf jeden Fall kommen. Eingeladen seid ihr auf jeden Fall. Das ist perfekt. 10 Jahre hast du den Laden jetzt bereits, ne? Genau. Hast du da ein paar auch skurrile Geschichten erlebt, mit Sicherheit, oder? Erzähl mal eine. Da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, aber eine Geschichte, die ist wirklich signifikant gewesen. 2010, gerade im ersten Jahr direkt, war im Oktober muss das gewesen sein, zum ersten Mal nach Russland zu einem Wettkampf gefahren, mit Daniel Weichel auch damals, nach St. Petersburg. Und also die Begrüßung hätte nicht skurriler sein können. Wir kommen im Hotel an und einer der Mitarbeiter der Organisation M1 sagt zu uns, Vorsicht, pass auf, der Typ hat eine Waffe, auf Englisch. Wen hat er uns, gemeint? Uns hat er gemeint, wir sollen aufpassen und nicht näher hingehen. Oh. Und da kamen 2 Typen reingerannt, haben auch gesehen, die Jacken sind nach hinten durch die Bewegung und tatsächlich beide Waffen einstecken gehabt. Haben sich dann ein Typ da in der Hotellobby geschnappt, den zu Boden geschmissen, festgehalten. Einer von den Hotelmitarbeitern ist dazugekommen, wollte helfen. Der ist dann direkt auch auf den Boden geflogen. Oh je. Und dann kam wirklich das Skurrile. Es kam eine dritte Person durch die Eingangstür rein mit einer ganz normalen Sony-Handkamera, hat das Ganze gefilmt. Dann haben sie den Typen, der am Boden liegt, Handschellen angelegt, haben den hochgehoben und dann einen Transporter, also ohne Blaulicht oder irgendwas, einen Transporter reingeschmissen, zugemacht und sind weggefahren. Du Scheiße, wie im Film hier. Tatsächlich, Entführung. Ja. Tatsächlich, also das, dann war nach 10 Sekunden aber wieder alles normal und alles ist in Gang gegangen. Also, Moment, das ist das Ende der Geschichte? Ich dachte, du das war das Ende. Das war das Ende. Ich dachte, du sagst jetzt, das war eine Filmszene. Also nein, wirklich, nein. Du warst live bei einer Entführung dabei? Du Scheiße hier. Ob es eine Entführung war, ob das die Polizei war oder sonstiges, das ist für mich nicht zu beurteilen gewesen. Aber da haben wir uns gedacht, welcome to Russia. Du lieber Himmel, aber du bist ja selber trainierter Kampfsportler und hattest deine Profi-Jungs dabei. Das hätte in dem Fall, glaube ich, nicht so viel genutzt bei Schusswaffen. Und, aber war wirklich verrückt. Direkt vor unserer Nase war das. Moskau war das. Du bist weltweit unterwegs. St. Petersburg. Mhm. Bist weltweit unterwegs. Oder? Tatsächlich, ja. Glücklicherweise, das ist eine der schönsten Seiten dieses Berufs, Orte gesehen zu haben, die ich ansonsten bestimmt nicht gesehen hätte. Und du hast ein schönes Gastgeschenk auch dabei. Hervorragend. Da freue ich mich drauf. Was hast du denn dabei? Absolut. Ich habe euch, dem ganzen Team von Radio Frankfurt, eine 10er-Karte mitgebracht, die man auch bei uns im Onlineshop erwerben kann. Und das bedeutet, da kann man 10 Tage bei uns trainieren und jeden Kurs, den man mag, ausprobieren. Und wer nicht trainieren möchte, kann auch einfach in die Sauna gehen oder sich massieren lassen. Ach schön, vielen lieben Dank. Ja, ich erwarte euch spätestens im Januar. Ja, wenn ihr wieder aufmachen dürft. Das ist auch eine tolle Geschenkidee zu Weihnachten, da muss man auch mal erwähnen können, ne? Absolut, erhältlich unter der Seite mmaspirit.tv/shop. Ich danke dir. Nils Schlegel ist mein Gast heute hier bei Chef on Air auf Radio Frankfurt, Geschäftsführer von MMA Spirit, Hanauer Landstraße 291 in Frankfurt. Super, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein.